im Supermarkt, der Supermarket heißt. Wir haben schon unsere erste Käuferin. Nee, sie hat nichts gekauft. Verpissen Sie sich! Entweder kaufen oder nicht reinkommen. Hier gibt's nichts zum Anschauen. Das ist kein Museum. Und Sie nichts klauen, bitte. Ja, so ist gut. So, ja, stark. Wir werden heute Geld machen, das ist mein Ziel. Der muss uns 30 Dollar geben, das ist sehr, sehr schön. Was müssen wir ihm zurückgeben? Nichts, perfekt. Und ich will heute das erste Mal meinen Supermarkt erweitern. Möbel will ich eigentlich gar nicht. Ich will, ja, chillen Sie. Abschnitt 2 kostet 350 Dollar. Aber wir können Abschnitt 2 kaufen. Ich brauche aber erstmal... Das ist... Sie kriegen das nicht. Sie kriegen das nicht verkauft. Ziehen Sie sich vernünftig an, das ist hier Belästigung. Mann, 6,58 Euro, 18 Euro für sie. Geht nicht. Scheiße. 6,58 Euro, okay. Kommen Sie das nächste Mal vernünftig angezogen wieder. Moin. Chocolata de Maradona. Bisschen de Maradona. Geben 0. Wechselgeld 2, okay. 2 Euro, 1, 2, 3, 4. Hau rein. Mann, Sie verlassen und keine Milch geholt, seien Sie ehrlich. Warum kaufen Sie Milch? Warum kauft ihr Mann keine Milch? Oder ist er weh? Milch kostet 8 Euro. Okay, das passt. Ah, warum gucken Sie so ernst? Chillen Sie mal ein bisschen. Essen Sie der beste Kolloks. Sie kauft der beste Kolloks. Und danach wird sie auch geschmeidig sein. 78 Cent kriegt sie zurück. Oh mein Gott. Raus jetzt. Sonnenuntergang. Warum ist es jetzt schon so spät? Eier. Sie gibt mir 5 Scheine für Eier. Das war 5 Dollar? Was waren das für Scheine? Ein Dollar Schein? Okay, passt. Viel Spaß mit den Eiern. Ja? Mehl und Öl. Warte mal. Mal kurz hier das Licht anmachen. Ja, nehmen wir das Geld. Zurück kriegt er 5,34 Euro. Ich konnte Tipel schwarzer Tee nicht finden. Ja, weil wir keinen schwarzen Tee verkaufen. Das ist kein Türkengeschäft. Kein schwarzer Tee hier. 7,58 Euro. Kriegt er was zurück? Oha, 77,72. Tschüss. 19. Okay, wir kommen den 350 langsam näher. Aber wir müssen jeden Monat auch Kredit zurückzahlen. Was? Hau rein. Wasserflasche zu teuer? Ja, dann kauf nichts. Okay, wir verschenken hier kein Wasser. Was ist denn los? 4 Dollar kostet eine Wasserflasche nur. Was ist denn los mit Ihnen? Ganz normaler Preis. Mal gucken, was er sich kaufen tut. Nicht klauen! Ein Öl, ich hab's gesehen. Er kriegt 4,50 Euro zurück, okay. Ciao. Wir brauchen Überwachungskameras, ganz wichtig. Eine Wasserflasche? Milch, was da? 2 Euro zurück. Tschüss. Wir brauchen noch 100. Chat, wir brauchen 350 Dollar, um die Erweiterung zu kaufen. Und wir haben gerade 255 und wir können den Tag beenden. Okay. Tag beendet, Chat. Wir haben Plus gemacht, aber wir brauchen ein bisschen mehr Geld. Und geöffnet direkt. Direkt geöffnet, wir brauchen Geld. Die gehen heute ab anscheinend. Marktpreis 8,06 Euro. Okay, bei uns sind die günstiger. Da machen wir mal 9 Euro. So, Wasserflaschen machen wir dann mal ein bisschen günstiger. Die kosten 2,55 Euro. Machen wir 3,50 Euro. Ja, er holt sich direkt der Buster Kolloks. Der Buster Kolloks. Ja, schnapp es dir. Toast auch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Heute holen wir uns die 350. Da war's der Kolloks. Eier, Toast. 2,79 Euro kriegen sie. 79. Ups. So, raus mit ihnen. Junge, heute will jeder der Buster Kolloks haben. Ja, war klar. Keiner geht raus, ohne ein der Buster Kolloks zu nehmen. 81,42 kriegt er zurück. Raus. Junge, ich schenke dir ein bisschen Geld, weil ich keinen Bock habe, perfekt zu zählen. 317. Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Nicht mehr, es fehlt nicht mehr viel. Oh ja, guter Einkauf. 61 kriegt er zurück. Wir haben genug Geld, glaube ich. Wir haben genug Geld. Oh mein Gott, Chat. Die Erweiterung. Und zeig's her. Hä? Es ist... Ah! Oh yes! Und das Ding ist schon viel größer. Oh mein Gott, guckt euch unseren Laden an, Chat. Wow! Wow! Nee, du darfst jetzt hier erstmal nichts mehr nehmen. Wow, Chat! Gib her, die Kühlschränke müssen nebeneinander. Und jetzt geht das nämlich auch. Hier ist das Kühlregal, ja? Hier gibt es auch Curry King.
Curry Gang. Frisch im Kühlregal. Alles schön nebeneinander. Wir brauchen mehr Regale. Wir können mehr verkaufen. Super. Ja, hallo. Kein Problem. Was kriegen Sie? 39,40. Machen wir aber 40. Alles gut. 19,62. Milch. Haben wir da Milch? Kassierer. Ja, ich will ihn einstellen. Einkauf abschließen. Wir brauchen noch 100 Einkäufe, um das. Und Level 10. Was für ein Level haben wir? Level 5. Ah, okay, okay. So schnell können wir noch nicht. Wir müssen Rechnungen bezahlen auch. Okay, ich habe einfach mal alles bezahlt. Miete. Oha. Okay, ich habe die Miete auch ein bisschen im Voraus schon bezahlt. Leute, ich brauche Geld, Leute. Ihr könnt doch donaten. Oder lasst ein Twitch Prime Sub da. Okay? Haben Sie Amazon Prime? Nein, naja, dann geht's nicht. Ja. 10 Euro haben Sie aber, oder? Sehr hässlich. Ich gebe Ihnen jetzt 3,42 Euro zurück. Und Sie holen davon ein Twitch Prime. Okay. Wie heißen Sie auf Twitch? Ach, er wird eh nichts haben. Es wird wieder dunkel. Was kriegen Sie? 4,71 Euro. Einfach nur Kaffee? Was ist denn los? 31, ups, 16. Ja, ja, geben Sie ruhig alles aus, was Sie haben. Wir müssen demnächst auch wieder einkaufen, es wird langsam leer. Aber wir haben noch genug. 18, 28. Passt. Kommen Sie rein, Lady. Jawohl, hat doch geklappt. Oh, wo ist denn der Kassierer? Kleiner Witz! Ich bin der Kassierer. Oh Mann, ey. Lachen Sie doch mal. Warum lachen Sie nicht? Warum lacht Sie nicht? Haben Sie auf Ihr Po geschaut? Das geht nicht. Das geht nicht. Keine Belästigung hier in dem Laden, okay? Mann. Schon wieder, ich habe den Blick gesehen. Ich bin nicht dumm. 75 Dollar kriegt er zurück. Ich würde Ihnen am liebsten gar nichts geben. Bad Moms Jay, ihre Haare glitzern. 14,80, sie hat Geld. Machen wir 140,80. Oh, geht nicht, Mann, ich hasse das. Ja, im echten Laden wird auch mal ein bisschen abgezogen. Das muss eigentlich funktionieren, aber egal. Lieber einen guten Ruf erstmal. So, der Tag ist beendet. Wir haben echt nicht mehr viel. Den nächsten Tag mache ich günstig. Und gehe damit quasi in kompletten Verkauf. Rons geschnittenes Brot ist heute runtergegangen. Das kostet 2,55 Euro, machen wir 2,60 Euro draus. Entscheiden! Wasser! Woher kriegst du dein Wasser? Ich muss das verkaufen. Ohne Sinn, ja. Okay. So, Preise runter. Wasser haben wir runter, Eier ist eh nur noch eins. Das brauchen wir nicht runter machen, das geht heute eh weg. Chocolata de Maradona. Machen wir hier 8,10 Euro. Wir machen schön alles günstig, halten wir. Wir halten alles günstig, alles muss raus. 5,50 Euro. Das Brot kostet heute nicht so viel. 3,56 Euro machen wir. 3,60 Euro. Öl machen wir 4,30 Euro. Reis ist wenig, das geht direkt weg. Und das kostet... Ja, das passt. Okay, jetzt muss eigentlich viel rausgehen, ich sage euch ehrlich. So, wir hatten noch nie so günstige Preise. Kommen Sie, kommen Sie. Kaufen Sie, kaufen Sie. Billiger, 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 billiger. Abillig, 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 abillig. Amelie, a sound, when a wall sound, wow, sound. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Mal gucken, was sie alles kauft. Mal gucken, was sie alles kauft. Aha. Nur zwei Ölflaschen? Mann, ich hab doch extra alles günstig gemacht. Kaufen Sie mehr. Warum kaufen die so wenig? Kauf mehr. Wer hier reinkommt, muss mindestens 5 Sachen kaufen. Wer hier reinkommt, muss mindestens 5 Sachen kaufen. Du musst. Hier kann nicht zu teuer sein. Wehe, du sagst das. Mhm. Ein Golox? Ach, der Pack ist zu teuer für mich. Ja, das ist das Einzige, was ich nicht günstiger gemacht habe. Willst du mich verarschen? Oh mein, er holt ein Golox. Ist das krass. Nicht klauen! Nicht... Ah, okay. Er geht nur zum Wasser. Alles gut. Warum kaufen die nicht mehr? 43, 2, 21. Wir haben keinen Käse mehr. Kauft alles, das ist nur noch letzter Bestand. Ja, guck mal, er macht's clever. Er macht's clever. Weil er clever ist. Die Omi holt nur einen Toast. Ist okay, Omi. Ist okay.
Sehr schön, Monsieur, sehr schön. Ich will hier alles einmal schön aufgekauft haben. Ich will hier einmal alles schön aufgekauft haben. Auf das letzte Produkt. Ich konnte Nudeln nicht finden. Ja, haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch ganz wenige Sachen. Dafür beste Preise. Beste Preise in der Stadt. 0 Euro. Ich konnte Mehl nicht finden. Hier gibt es auch nichts mehr zu finden. Kaufen Sie alles auf. Ich möchte alles umräumen. Hier, der Laden soll einmal eine komplette Sanierung bekommen. Isst du deine Kolloks mit Öl? Junge, er kauft Öl und Kolloks. Ist ja dumm. Ja, ich konnte Schwarztee nicht finden. Ja, ja. Öl, Kolloks und Schwarztee, ne? Junge, und wie, womit trinkst du deinen Schwarztee? Mit Öl? Er kauft nicht mal Wasser, ey. Dankeschön. 70 Cent. Ach, konnte keine Kolloks finden. Das tut mir leid, ehrlich. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Ich konnte Bourbon Milch nicht finden. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ein Öl, ein Wasser? Was machen Sie denn für Experimente? 3,10 Euro. Ich hoffe, ihr fliegt nicht so in die Luft. Demnächst. So. 16,70 macht das dann die Dame. 410. Wir haben echt nicht mehr viel da. Ja, das muss mal hier aufgekauft werden. Das nervt mich richtig, dass das an zwei verschiedenen Stellen ist. Günstigste Preise, günstigste Preise, günstigste Preise, günstigste... Nein, keine günstigen... Günstige Preise. Ich gebe günstige Preise. Ich will keine günstigen Preise hier haben. Ah, sie wollen was kaufen. Okay. 8,10 Euro. Okay. Licht ist wieder aus. Leute, kommt rein. Die günstigsten Preise, Junge. Nein. Oh, zum Glück hat es sich nicht angesprochen gefühlt. Die günstigsten Preise. Kommen Sie rein. Und eine Wasserflasche? Holt, kauft alles leer, bitte. Ach, warum kauft ihr nicht von links? Öl und Zucker, jawohl. Genau so. Puderzucker ist so teuer für mich, was? Sehr schön. Okay, 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 Leute. Ich will heute alles leer bekommen, Leute. Rest wird weggeschmissen. Rest wird weggeschmissen. Machen Sie, Sie kriegen hier ein Öl umsonst, wenn Sie einen TikTok für unser Laden machen. Indem Sie das Ganze von hier außen aufnehmen und sagen, bester Supermarket. Warte mal, von außen sieht's anders aus. Mit der Erweiterung haben wir eine neue, ein neues Aussehen bekommen, neues Schild vorne. LOL, mir fällt das jetzt auf. Oh, das Öl ist aufgekauft, schön. Yes, Chat. 70 Cent nochmal für den hier. Okay, zwei Puderzucker und zwei Öl. Jawohl, aufkaufen, Leute. Warum hast du nicht zwei geholt? Ups. Kann noch einer reinkommen? Ein Öl. Kommt schon, Leute. Es kommt keiner mehr. Ich würde gerne noch ein bisschen Nachtschicht machen. Sie da hinten. Öl, eine Ölflasche. Leute, kommt schon, bitte. Eine Ölflasche, Leute. Da kommt wer. Öl, günstig, super günstig. Ich mach's richtig günstig. 2,90 Euro nur. Ich mache nur 10 Cent Profit. Und die Leute machen dicken Profit. Hier ist so günstiges Öl gerade. Öl wie Gold. Öl wie... Warte, der ist despawned. Da war doch gerade einer, der hier lang gegangen ist. Wo ist der? Kommt rein, Leute. Öl wie Gold. Öl wie Gold, Leute. Leute, Öl wie Gold, Leute. Leute, wacht auf! Wacht auf! Jo, was geht ab? Wir sind hier gerade in Leimen, es ist 2 Uhr nachts. Okay, verdammt nochmal, mach es! Öl ist günstig! Steht auf, Mollig! Wow! Jo, was geht ab? Wir sind hier gerade... Okay, mal gucken, ob wer drin ist.
Komm schon, sag, es hat geklappt. Es hat nicht geklappt. Mist! Wir beenden den Tag. Wir beenden den Tag. Okay. Nächster Tag. Wir eröffnen den Laden heute mit einem Öl. Mann, das können wir auch nicht wegtun. Okay. So, wir machen jetzt erstmal den Laden komplett neu. So, ich möchte Kühlregalecke ist immer so ein bisschen, ja, so quasi... Hat so einen eigenen Platz, finde ich. Und ich würde die Kühlregalecke hier schön rechts machen, weil man da gerne sich noch was zu trinken sneakt oder so. Und dann hat man hier alles beisammen. Also ich finde es eh ein bisschen cooler, wenn das so zusammensteht. Und genau deswegen würde ich auch die ganzen Regale jetzt hier erstmal an die Seite tun. Ich will mir gleich aber erstmal noch angucken, bevor ich sage, das logge ich final ein, wie wir das hier bauen. Möchte noch einmal angucken, was es noch für Möbel gibt. Weil da könnte auf jeden Fall ja noch irgendwas Cooles da sein. So Gadgets, Assets. Wisst ihr, wie ich meine? Dass das ein bisschen schöner aussieht. Guck mal hier, das sieht zum Beispiel ultra kacke aus. Das ist... Ich kann's nicht mehr... Egal, was ich jetzt mit dem hier mache, es sieht einfach kacke aus. Da steht einfach noch so ein einziges. Lass ich mal gucken. Miete, kann ich bezahlen, kein Problem. 472 haben wir jetzt noch. Markt, Möbel. Regal, Kühlschrank B. Scheinwerfer. Gefrierschrank. Ein neuer Kassenschalter, das bringt uns gar nichts. Absolut keine Ahnung, was das ist, aber ich kaufe es. No, Gefrierschrank kostet 400, das kann ich mir nicht leisten. No Trans... Ich kaufe es einfach. Ich weiß nicht mal, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Ist einfach gekauft. Absolut keine Ahnung, was ist das? Kannst es gar nicht benutzen. Wieso? Wieso kann ich das nicht benutzen? Ich hab's doch gerade gekauft! Das ist fürs Lager. Oh mein Gott, Digga, ich hab umsonst... Ich hab gerade umsonst alles ausge... Oh mein Gott, guck mal, wie riesig. Ich hab gar kein Lager. Oh Mann, ey, Mann. Ich kann noch ein Regal kaufen, mehr Geld habe ich nicht. Oh, ich hab's mir irgendwie anders vorgestellt. Jetzt habe ich 68 Dollar für die Produkte. Ich habe gar kein Geld. Och Mann, ich habe alles verschwendet. Ah, okay. Sieht schon mal voller aus. Sieht's besser aus? Nein. Sieht's besser aus? Nein. Sieht's nicht. So, ich platziere alles da, dass einfach, dass es so ein bisschen besser zusammenpasst einfach. So, wisst ihr, wie ich meine? Dann lieber hier ein bisschen frei und da ein bisschen frei. Dann sieht so ein bisschen passender aus. Okay. Jetzt müssen wir die Sachen kaufen. Wir haben keine Produkte mehr. Von jedem Produkt ein bisschen was. Schwarztee, das. Okay, wir haben nicht genug Geld, glaube ich. Wir haben nicht genug Geld. Wir können nur 5 Produkte kaufen. Wir haben insgesamt Minus gemacht. Vorher war besser. Vorher war besser. Oh mein Gott. Ich bin sauer. Ich bin sauer. Hey, die da! Ja! Heben Sie das auf! Scheißegal, wem das gehört. Mach auch nichts mehr sauber. Ich wurde abgezogen. Käse kommt in den Kühlschrank. Ich hab voll wenig. Leute, beste Preise bei mir. Kann nicht so viele Sachen dafür, aber beste Preise, Leute. Nicht so viele Sachen, aber gute Preise dafür. Okay. Komm zu mir! Oh mein Gott, ich habe auch noch die schlechtesten Sachen gekauft, die ich hätte kaufen können. Oh mein Gott. Ist das krass, Chat. Guck mal, wie leer mein Laden ist. Ist das krass. Okay, wir machen alles schön günstig. Passt.
Ja, günstiger. 3,50. 5 Euro nur. Leute, ist offen. Beste Preise bei mir, Leute. Besten Preise. Bitte, ich muss mein Lager anlocken. Ich habe so viel Geld ausgegeben dafür. Kommt rein, Leute. Dafür sieht das jetzt so gewollt aus. Als hätte ich hier so eine Schutzmauer, damit ich nicht angegriffen werde, während ich arbeite. Genau. Das war so gedacht. Kommen Sie rein. Laden ist rappelvoll. Irgendwie das Gefühl, wir haben ein bisschen verkackt, Chat. Ein bisschen verkackt. Ja, alles ist hier drin. Das ist dieses... Oh, nein. Oh, nein. Kommen Sie rein, bitte. Kommen Sie bitte rein. Kaufen Sie was. Jawohl. Wir haben den ersten Kunden. Das erste Opfer. Die erste Gewinnerperson. Yeah. Wollen Sie kein Wasser oder Milch zu dem Zucker? 5 Euro. Okay, dankeschön. Ich mache nur, ich weiß was, ich mache nur gerade Preise, dann brauche ich nicht rechnen. Oh mein Gott, hier 3 Euro kostet das, mir egal. Dann brauche ich nicht mehr rechnen hier. Das kostet, ja, Wasser kostet bei mir 3 Euro. Milch 3 Euro. Das kostet 4 Euro. Jetzt gibt es nur noch klar. Perfekt. Jetzt muss ich immer nur eine Zahl eingeben, Chat, ich bin so clever. Der ist der Letzte, der eine Nachkommastelle hat. Es gibt nur noch glatte Preise. Ich muss nichts mehr... Oh, so clever. Dankeschön. Kauf bitte ein bisschen mehr. Ich brauche Geld. 42 Dollar haben wir. Wir können direkt ein paar Sachen holen, die wir nicht haben. Schokolade, jawohl. Oh, Schokolade kostet schon 40 Euro. Ich kann kein Schokolade kaufen. Warte, kassieren wir sie erst ab. Jetzt aber vielleicht. Jawohl. Jetzt habe ich nur noch 2 Dollar übrig, aber wir haben Essen. Endlich wieder. Der beste Schokolade. Und Toast. Toast packen wir hier hin. Oh nein, wir müssen die Preise ändern. €8. Wir machen günstiger als der Rest. Weil manche Sachen sind bei uns auch günstiger. Damit die Leute checken. So, die letzten mit Nachkommastellen. Ich gebe keine Nachkommastellen mehr. Alles glatt. 18 Euro hier. 82 Euro kriegt ihr zurück. Der nächste. Okay, wir haben 97. Wir können wieder mehr kaufen. Wir brauchen hier die ganzen anderen Sachen. Mehl. Öl haben wir auch keins. Nudeln. Puderzucker haben wir. Wasserflaschen haben wir, glaube ich. Schwarzer Kaffee ist zu teuer. Weil wir haben nur 97. Doch, das können wir uns gerade so noch leisten. Ja. Danke. Das sind meine Pakete, nicht klauen. Schwarzer Tee das erste Mal. Schwarzer Tee packen wir an die Seite. So zum Wasser. Das erste Mal, dass ich das verkaufe. Kostet bei mir 11 Euro. Ja. Nudeln hat auch viele Kohlenhydrate, kommt neben Brot. Ist mir egal, ob das Sinn ergibt oder nicht. Öl kommt einfach mal hier hin, einfach so. Weil da fällt mir nichts ein.
Oh, Nudelnpreis muss ich ändern. War das ein Ferrari? Uss! 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 Schöne Kiste, mein Freund! Was ist das einer? Spider? Ei. Kommen Sie in meinen Laden. Sorry, Leute. Da bin ich wieder. Kostet hier nur 3 Euro. Muss ich noch irgendwas ändern vom Preis her? Passt alles, ne? Perfekt. Okay, ja, ich bin da, Leute. Ich bin der beste Kassierer, den es gibt. Alles gut. Wie? Geht's gleich noch zu einer Party? 46. Oh, die erste mit Tee, Kaffee. Oder was auch immer das war. Oh, das schallert richtig rein vom Preis her. Eine Milch? Bitte gehen Sie auch wieder nach Hause mit der Milch. So. Wir haben 112. So, Eier wollten viele. Rein in den Warenkorb. Milch hatten wir noch. Schwarzer Tee. Ne, wir hatten nur Kaffee. Tee brauche ich noch. Käse haben wir, glaube ich. Fehlt sonst noch was oder haben wir dann alles, Chat? Oh, ich kann gerade nicht mehr einkaufen. So, Laden, Tag zu Ende. Nächsten Tag starten. Das Ding ist zum Glück noch da. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das despawnt. Hä? Bin ich dumm oder sieht unsere Kasse neu aus? Ich glaube, ich bin dumm. Okay, dann... Wir haben noch den Warenkorb da. Holen wir noch die neuen Sachen. Puderzucker und Mehl. Puderzucker haben wir auch noch nicht. Stimmt. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Geld übrig. Und Mehl. Das passt noch. Jetzt haben wir zwar kaum Geld mehr, aber wir haben von all... Ey! Yo! Mehl. Nudeln, Mehl. Machen wir mal hier hin. Oh, ich habe zweimal Mehl gekauft. Schwarzer Tee kommt hier hin. Oh, kann man aufeinander stapeln, wie cool. Machen wir... Kostet 6,42, machen wir 7 Euro. Ich weiß, das ist ein bisschen teuer, aber bei anderen Sachen sind wir halt günstiger. Oh, das hat perfekt gepasst. Puderzucker. Machen wir hier hin. Schön für die Zuckersuchtis. Ja, den müssen wir ändern. Ein Fünfer. Glatt. Ist offen, Leute. Leute, ist offen. Gute Preise versprochen. Okay. Jetzt hat sie reingeholt. Reingelockt. Ich mache mal Musik in meinem Laden an. Damit die Leute, das ist auch wichtig, Chat, damit die Leute... ja, auch hier drin bleiben, so. Über die Boxen. Lass mich kurz die Boxen anmachen, alles gut, Leute. Es hat geklappt. Das können wir nochmal ausprobieren. 11 Dollar. Die Leute kaufen. Das spricht sich rum. Hier wird Haftbefehl gehört. In Brooklyn. Hier in Brooklyn wird Haftbefehl gehört, okay? Wer wird gehört? Hä? Wer wird gehört? Wer wird gehört?
Wer wird gehört? Mann! Wer wird gehört? Wer wird gehört? Auf die Arabi Saudi Money Rich! Ja, genau. Entschuldigung, dass ich eine Sekunde gebraucht habe. Was ist das denn? Oh mein Gott, Bro! Ein Po-Tattoo, Bro, what the fuck, man? What the fuck, man? Okay, ich brauch Käse anscheinend. Ja, ich komm sofort. Käse geht leer. Ich komme sofort. Schild. Oha. Oh, wie viel hier eingekauft wird. Das macht mich richtig stolz. Für 47 Euro, das ist unser der größte. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Sind das Köche, die hier einkaufen? Eieiei. Wir müssen mal gucken, nicht, dass irgendwas hier. Nudeln gehen langsam zu Ende. Die kaufen wir auch direkt mal. Wir müssen hier aufpassen, dass hier nicht zu leer geht mehr. Wo waren die Nudeln? Nudeln sind schon leer, oder? Ja. Die waren nicht da. Ich bin dumm. Hier waren Kolloks. Nudeln waren da. Oh mein Gott. Wie dumm von mir. Shit, man. Mann. Fehler gemacht, Chat. Oha! Oh, ich dachte schon Rekordeinkauf. 4 Dollar kriegt er. Okay, Kolloks brauchen wir wieder. Ich hol direkt 2. 2 Packung Kolloks. Oha, Chat! Die kaufen alles weg! Mehl hol ich auch einfach direkt 2. Puderzucker Nummer 1. Ei Nummer 1. Schwarzer Tee Nummer 1. Das Nummer 1. Mehr Geld haben wir nicht. Dann sind wir erstmal hier. Oh mein Gott, Junge, was geht denn hier ab? Kaffee kommt hier hoch. Die haben aber auch gut alles leer gemacht. Unser Laden läuft langsam. Oha, Schlange ist zu lang. Schlange ist zu lang, Leute. Ich habe Licht vergessen anzumachen. Ja, Leute. Laden läuft so gut, wow. Er hat irgendwas nicht gefunden. Wasserflaschen. Okay, Eier haben wir jetzt ein bisschen. Puderzucker war fast leer, stark. Gut gesehen. Mehl auch gut gesehen. Okay, sehr viel Mehl geholt. Passt aber, alles gut. Fehlt noch was, Chat? Guck mal kurz. Kaffee vielleicht. Wasser.
Ich kaufe kurz schon mal Wasser und dann bediene ich die. Kaffee. Oh mein Gott, wieder kein Geld. Ich konnte Öl nicht finden. Oh, es fehlt Öl! Komplett. Oh, der Chat ist auch noch voll. Ich muss kurz Öl kaufen, Leute. Direkt zwei. Können wir nicht. Reicht für eins? Ah, nach 21 Uhr geschlossen. Mist. Okay, wir können kein Öl verkaufen. Ich muss den Laden zumachen, sonst kommen hier durchgehend Leute rein. Ist geschlossen jetzt. Das sind die letzten, die ich abkassiere. Weil ich kann nicht mehr einkaufen. Hey, sie dürfen nicht mehr rein! Oh, der Laden läuft so gut, Chat. Sind da Sachen? Ja. Sachen sind noch da. Kaffee schön voll machen. Kaffee ist aber auch teuer. Und die Wasserflaschen. Sehr schön, Chat. Sehr schön. Das gefällt mir. So, ich guck, ich mach mal schon mal. Öl brauchen wir, okay? Zwei. Dann brauchen wir nochmal eine Packung Milch. Und wir brauchen Toast. Wir haben keinen Toast mehr. Naruto, dankeschön. Toast. Chat sagt Toast. Toast holen wir auch direkt zwei. So, das passt. Dann, ist da noch ein Paket gewesen? Nein, nein. Wir können auch wieder Zucker holen und Mehl, Nudeln. Zucker. Sonst hier ist halt auch noch echt viel frei, aber reicht erstmal, wenn wir hier die Reihen voll bekommen. Wenn wir so viel verkaufen. Und hier bei Mehl und Tee können wir das auch so ordnen. Das passt. Milch haben wir geholt. Käse können wir nochmal holen. So, und jetzt wenden wir den Tag und kaufen das gleich direkt. Okay. Direkt gekauft. Oha! Der Käse passt. Nudeln. Zucker. Toast, wo war Toast? Toast war hier irgendwo. Toast war, glaube ich, hier. Boah, wir könnten eigentlich direkt noch einen Toast holen. Ah, haben wir, haben wir, haben wir. Sehr schön. Milch. Auch sehr schön voll gemacht. Öl haben wir nicht mehr. Haben wir richtig random hierhin gemacht gehabt. Was eigentlich dumm ist, wäre besser, wenn es hier wäre und dann hier Kaffee. Ja, ich mache hier Öl hin. Hier soll Öl bleiben. Hier Öl, hier Kolox. Wobei Kolox neben Zucker eigentlich. Kolox neben Zucker. Dann könnten wir eigentlich hier ein Ding extra nur für Milch machen. Und dann kommt hier einmal komplett Kaffee, hier einmal Tee. Jetzt muss das Öl da weg. Jetzt gerade macht es nicht so viel Sinn. Öl zu günstig. Die Preise sind teurer geworden für Öl. Ah, nee, wir hatten es einmal runtergestellt, damit die Leute einfach kaufen kommen. Ihr könnt kaufen kommen, Leute. Ist offen.
Kommt rein in den Laden. Sie bleiben stehen und kommen rein. Ey! Ey! Das gibt eine Anzeige. Ich bin der Anzeigenhauptmeister. In dieser Stadt hier. So, ich bleibe jetzt hier stehen einfach. Pech. Ist mir egal. Hey! Sind Sie verrückt? Foto gemacht. Wird verschickt an die Polizei. Ja, ich bin der Anzeigenhauptmeister in dieser Stadt. Kommen Sie rein, Leute. Kaufen Sie ein bei mir, bitte. Ah, war das der beste Kolox? Der beste Kolox, ich verstehe. Wir haben gerade alles im Sortiment, Leute. Alles. Wir haben noch 83 Dollar. Ich gehe mal auf... von was haben wir wenig? Öl haben wir 2 Reihen. Nudeln. Ganz unten wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Hallo. Ein Öl? Jawohl, genau so muss ein Einkauf aussehen. Sehr schön, mein Freund. So, Sie kriegen 5er zurück. Perfekt. Das war perfekt. Ich habe keine Südländer gesehen in unserem Laden irgendwie. Die sind alle sind blond oder... Auch ich kenne auch keine Südländer. Warte mal, ich fördere das mal jetzt ein bisschen. Wollt ihr kaufen meine Sachen? Müsst ihr Preis zahlen für Qualität? Hat man mich überhaupt gehört? Laden ist zu. Das war's für den Tag. Nächster Tag wird gestartet, wir haben gut Geld gemacht, aber wir werden die Folge an dieser Stelle beenden. Wenn euch der Supermarkt-Simulator gefällt, dann verpisst euch.